Die drei Körpertypen: Endomorph, Mesomorph, Ektomorph, Mythos oder Wissenschaft? Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute zu dem Thema die drei Körpertypen. Und zwar hat sich das eine Zuschauerin von mir gewünscht, die gerade für die B-Lizenzprüfung lernt. Und da ich das Thema noch nicht auf diesem Kanal behandelt habe, dachte ich mir, mache ich darüber doch mal ein Video, denn da gibt es auch natürlich einiges dazu zu sagen. Wenn du irgendwelche Videovorschläge hast, die ich mich mehr kümmern sollte, dann schreib es auf jeden Fall hier unten in die Kommentare rein. Dann schaue ich mal, ob ich das Ganze für dich umsetzen kann. Ich teile das Video auf in drei Teile. Und zwar der erste Teil dreht sich erstmal um die drei Körpertypen im Allgemeinen, was das überhaupt genau ist. Danach machen wir eine wissenschaftliche Prüfung, ob das dann alles so richtig ist mit diesen drei Körpertypen. Ja. Und am Ende klären wir die Frage, warum wird das Ganze heute noch so gelehrt, wie es gelehrt wird. So, fangen wir direkt an mit dem ersten Körpertyp ohne großes Rumgelabere. Und zwar ist das hier der ektomorphe Körpertyp. Das ist eher so der schlanke Körperbau, der schlaksige Typ, der auch im Bodybuilding oder im Fitnesstrend als Hardgainer bezeichnet wird, der eben sich schwer tut, Muskelmasse aufzubauen und generell einfach Masse zuzulegen. Er sagt auch von sich selber, ich kann essen, was ich will und nehme nicht zu. Dazu kommen wir aber später nochmal. Ja? Was hat er noch so für Merkmale? Er hat einen kurzen Oberkörper, lange Arme und Beine, ein wenig Körperfett, einen sehr geringen Körperfettanteil und eben schmale Brust und schmale Schulter. Den klassischen Lauch kann man ja auch so bezeichnen. Ja? Also als sehr, sehr, sehr dünn und kaum Muskulatur. Es wird empfohlen, hier mehr Kohlenhydrate zu essen und es wird auch empfohlen, mehr zu essen als jetzt zum Beispiel Softgainer oder ein anderer Typ, weil er eben sich schwer tut mit dem Masseaufbau aufgrund der erhöhten Stoffwechselrate. Das ist soweit die Hypothese, das soweit zum ektomorphen Körpertyp. Der zweite Körpertyp ist der Körpertyp des Mesomorphen. Ja, das ist der athletische Körperbau und dieser Körpertyp hat sozusagen Glück gehabt. Er sieht schon von Grund auf ein bisschen besser aus als andere. Er hat einen langen Oberkörper. Bei Männern ist es häufig so, dass es eben so eine V-Figur ist. Bei den Frauen eher so eine sanduhrförmige Figur, das heißt eine schmale Taille, aber dafür schön breite Hüften sozusagen. Das Körperfett ist meist nur an der Bauchregion vertreten und an der Hüftregion. Der hat von Haus aus eben breitere Schultern und eine breitere Brust, also einen breiten Oberkörper, was ja auch dann die V-Form sozusagen ausmacht. Und von rund auf her, von der Natürlichkeit her, einen höheren Testosteronspiegel und einen höheren Spiegel an Wachstumshormonen im Körper. Und die Ernährung sollte bei ihm ein bisschen ausgewogener sein als bei den Ektomorphen. Das heißt, er sollte ein bisschen weniger Kohlenhydrate essen, musste aber auch nicht so krass aufpassen mit den Kohlenhydraten, weil er ja von Natur aus schon einen guten Körperbau hat. Und alle diese Faktoren besagen zum Beispiel, dass es hier er leicht Muskulatur aufbauen kann und dabei eben diesen leichter fällt, einen niedrigen Körperfettanteil zu halten. Soweit eben zu dem mesomorphen Körpertypen und soweit zu der Hypothese dazu. Ja, bitte das alles noch nicht zu ernst nehmen, wir kommen dann später genau auf die Kritikpunkte der ganzen Modelle. So, nun kommen wir zum dritten Körpertypen und zwar ist das der Endomorph. Wir nennen das Ganze auch in unserer Fitnessszene Softgainer. Und dieser Typ hat ein bisschen Pech gehabt, weil er eben schon von Grund auf eben mehr Körperfett hat, eine stärkere Fettspeicherung hat, breitere Knochenstruktur und auch einen eher runderen Körperbau. Ja, das kann man auch so ein bisschen als weiche Muskulatur bezeichnen. Es wirkt alles ein bisschen wabbelig sozusagen und er hat auch generell eher breitere Hüften als ein breiteres Kreuz. Ihm fällt es sehr, sehr leicht, Energie einzulagern, egal ob jetzt Muskelmasse oder eben Fettmasse. Und er sollte eben weniger Kohlenhydrate essen, weil er eine niedrige Kohlenhydrattoleranz hat. Das bedeutet, wenn er eben schnell oder wenn er viele Kohlenhydrate isst, nimmt er eben leicht zu. Haben wir ja hier schon gesehen bei der leichten Energieeinlagerung und deswegen eher Low-Carb-Ernährung ist hier zu empfehlen. Und er ist auch insulinresistenter als die anderen Körpertypen. Das bedeutet, dass er eben mehr Insulin braucht, um die gleiche Menge an Zucker in die Zellen einzuschleusen. So, das soweit zu diesen drei Körpertypen und wenn du dich schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigst, wirst du bereits wissen, dass die ja schon längst widerlegt sind und deswegen möchte ich dir mal zeigen, warum das Ganze nicht mehr so aktuell ist und warum man das nicht so einfach sagen kann mit diesen drei Körpertypen. Also kommen wir zum Punkt 2 des Videos zur wissenschaftlichen Prüfung. Und als allererstes möchte ich dir dazu erstmal was über den Ursprung dieser Körpertypen erzählen. Ja, und zwar hatte ein gewisser Professor William Sheldon in den 50er Jahren an einer englischen Universität Neuankömmlinge, also neue Studenten, fotografiert
und wollte eben durch diese Fotos, ja, jetzt kommt's, eine bessere Rasse herausfinden. Ja, das heißt, er wollte die Menschen herausfinden, die sozusagen besser veranlagt sind und eine bessere Genetik haben und diese miteinander verkuppeln, um so durch eine bessere Rasse zu schaffen. Ja, und allein das ist ja schon, klingt ja schon echt paradox. Ja, und er wollte auch von diesen Körpertypen aus auf den Charakter schließen und diesen Charakter damit drei Zahlen beschreiben. Ja, auch komplett konfus irgendwie, komplett komisch. Und er hat eben dann auch behauptet, dass eben die Persönlichkeit durch diese Körpertypen eben schon bestimmt ist, dass der Charakter dadurch bestimmt ist und dass dadurch auch die Persönlichkeit genetisch festgelegt ist und eben auch unveränderlich ist. Ja, also daher kommen diese drei Körpertypen und jetzt verstehe ich nicht ganz, wie das dann auf den Fitnesssport sozusagen übergegangen ist, beziehungsweise wie man aus solchem Ursprung, wie man auch sowas heute dann behaupten kann, ist mir nicht ganz klar. Ja, aber jetzt seht ihr mal, wo das Ganze herkommt, nämlich nicht aus dem Fitnesssport, sondern eben eher aus der Psychologie durch diese Untersuchung, die eben dort gemacht haben, um was auch immer herauszufinden. So, nun möchte ich damit anfangen, dir zu zeigen, dass eben diese Hypothese nicht stimmen kann. Ja, da gibt es viele, viele Beispiele, die das Ganze widerlegen. Ich kann hier nur auf einige eingehen, sonst wird das Video einfach viel zu lange. Deswegen mache ich mal so drei, vier Beispiele, die das Ganze widerlegen und wo du es auch hoffentlich dann mit verstehen kannst. Ja? Also, wenn wir eben diese eine Hypothese haben, dass es diese drei Körpertypen gibt, dann müssen darauf auch noch weitere Hypothesen folgen, beziehungsweise darauf müssten wir auf weitere Dinge schließen. Ja? Das heißt, wir haben weitere Hypothesen. Wenn es stimmen würde mit diesen drei Körpertypen, dann, ja, dann wäre der erste Punkt, ist der Ausgangszustand entscheidend darüber, wie ich mich ernähren soll und wie ich trainieren muss. Das heißt, ich sage ganz klar, okay, der Softgainer sollte sich Low Carb ernähren und der Hardgainer muss zum Beispiel viele Kohlenhydrate essen. Das heißt, ein bestimmter Körpertyp reagiert besser auf bestimmte Ernährungsweisen und auf bestimmte Trainingsweisen. So, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ja, dass zum Beispiel ein Softgainer auch natürlich abnehmen könnte oder dass er auch ohne Low Carb abnehmen könnte und ohne Low Carb auch Erfolge haben könnte, weil viele Wege führen ja nach oben, wie wir bereits wissen, ja, dann ist das schon das erste Gegenbeispiel, das erste Gegenargument und dann stimmt schon mal diese ganze Hypothese von den drei Körpertypen nicht. Das heißt, wenn jetzt ein Softgainer zum Beispiel ein Kaloriendefizit fährt, aber trotzdem noch einen hohen Anteil an Kohlenhydrate hat in der Ernährung und einen guten Anteil an Protein und damit trotzdem Erfolge hat und teilweise vielleicht sogar mehr Erfolge hat, wie jemand, der Softgainer ist und der Low Carb macht, was er durchaus sein kann, dann ist diese ganze These schon mal widerlegt. Das ist zum Beispiel so ein erstes Argument, ein erstes Beispiel. Die zweite Hypothese, die aus der anderen Hypothese der drei Körpertypen folgen müsste, ist auch, dass die Körpertypen dann genetisch bedingt sein müssen und dass sie genetisch festgelegt sein müssten. Machen wir hier mal wieder ein kurzes Beispiel, was das Ganze widerlegt. Wenn ich jetzt einen Ektomorphen habe, also jemanden, der sehr dünn ist und der aber mit bestimmten Ernährungs- und Trainingsweisen gute Muskulatur aufbaut und innerhalb von ein paar Jahren, das geht natürlich nicht so schnell, aber innerhalb von ein paar Jahren dann wie ein Mesomorpher aussieht. Ja? Das heißt, der hat viel Muskulatur, der hat eine V-Form, der hat einen guten Körper, hat sich einfach gut antrainiert. Er müsste ja auch im Umkehrschluss seine Genetik sich verändert haben. Ja, das heißt, das funktioniert natürlich auch nicht. Ja, seine Genetik ist natürlich nicht verändert, wenn er Muskulatur aufgebaut hat, aber er also vom Ekto zum Mesomorphen sozusagen gewandelt ist oder sich dahin trainiert hat. Ja, das heißt, das Ganze passt auch nicht so wirklich zusammen und die Genetik kann sich dann natürlich nicht verändern, nur weil er Muskulatur aufgebaut hat. Eine weitere Hypothese, die ja das Modell der drei Körpertypen aufstellt, ist, dass eben der Ektomorph sich schwer tut mit dem Muskelaufbau und dass er eben langsamer Muskulatur aufbaut als zum Beispiel ein Endo- oder Mesomorpher. Ja, und dazu gibt es auch eine Studie mit über 500 Probanden, wo eben ein Trainings- und Ernährungskonzept gefahren wurde und einfach mal geguckt hat, wer wie viel Muskulatur aufbaut. Und da war es eben so, dass diejenigen, die am wenigsten Muskulatur hatten, den schnellsten Anstieg an Muskelanteil im Körper hatten. Das heißt, die haben dann am schnellsten Muskulatur aufgebaut, anteilig am Gesamtkörpergewicht. Ja? Und daran sieht man auch wieder, dass diese These nicht stimmen kann. Das heißt, und bei dieser Studie wurde eben auch herausgefunden, dass der Anfangszustand an Grundmuskulatur und Grundmasse eben keine Aussage darüber getroffen hat, wie der Stand dann am Ende war, beziehungsweise wie stark die Teilnehmer dann am Ende waren. Das ist zum Beispiel auch
ein Punkt, der das Ganze nochmal widerlegen würde. So, dann kommen wir zum vierten und letzten Punkt, der das Ganze widerlegen soll. Danach reicht es dann noch wieder, dann sollen Sie es alle verstanden haben. Und zwar ist das die Insulinresistenz bei endomorphen Körpertypen. Das wird ja in dieser Theorie behauptet. Und da wird einfach Ursache und Wirkung meiner Meinung nach verwechselt. Weil wenn ich schon etwas mehr Fett habe und wenn ich schon etwas übergewichtig bin, dann liegt es ja daran, dass ich eben mich davor schlecht ernährt habe, wahrscheinlich viel Zucker und viel Fett gegessen habe. Und das ist eben die Ursache davon, dass man eben insulinresistent wird und dass man dann eventuell auch Diabetes bekommt. Ja, deswegen kriegen ja auch eben dicke Menschen Diabetes, weil sie eben so viel Zucker essen, weil der Körper mit der Produktion von Insulin nicht nachkommt und dann wird der Körper insulinresistenter und man bekommt irgendwann auch eine Diabetes. Das heißt, da Ursache und Wirkung einfach mal umgedreht. Es ist nicht der Körpertyp, der Insulinresistenz hervorruft, sondern eben die Ernährungsweisen, die davor schon stattgefunden haben, die diese Insulinresistenz hervorrufen. Ja. Und ich habe da jetzt mal vier Beispiele hier genannt und diese untermauern und diese besagen dann einfach, dass das nicht stimmen kann. Es gibt wirklich noch viele, viele weitere Beispiele und ich habe da einen Artikel gelesen von Frank Täger, der ja, da sehr, sehr bewandert ist und sehr, sehr wissenschaftlich an die Sache rangeht. Ich verlinke dir das Ganze mal hier unten unter der Videobeschreibung, wenn dich da noch mehr Themen interessieren, die das Ganze widerlegen, dann liest du auf jeden Fall den Artikel durch, ist ein bisschen länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn dich das noch weiterhin interessiert. So, und nun weißt du, dass das Ganze widerlegt wurde, aber jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, also hä, warum lernt man das Ganze dann noch an den großen Akademien und warum wird das den Schülern der B-Lizenz überhaupt noch beigebracht, das Ganze, ja? Und das habe ich natürlich meinen Dozenten damals auch gefragt und der eine meinte halt, der sich auch wirklich sehr gut auskennt mit der Materie, dass es eben sehr, sehr, sehr schwer ist, das langfristig aus dem Lehrplan rauszubekommen und dass es immer eine Zeit lang dauert, bis sich das Ganze aktualisiert, beziehungsweise bis da neue Sachen mal aufgenommen werden. Das muss anscheinend ein bisschen komplizierter sein oder irgendwie sowas, ja. Und Ben habe ich damals eben auch gefragt. Und der meinte auch, dass sie eben dieses Thema in die B-Lizenz mit reinnehmen müssen und deswegen eben wird das eben das Ganze noch mitgelehrt. Und warum wird das Ganze noch teilweise angewandt in irgendwelchen Studios? Ja, ist natürlich klar, weil es halt simpel und plausibel klingt, wenn ich halt dünn bin, da muss ich viele Kohlenhydrate essen und dann nehme ich halt einfach besser zu. Natürlich, ja, und wenn ich halt dick bin, dann kann ich zum Beispiel eine Low-Carb-Diät machen, um abzunehmen. Ja, das heißt aber eben nicht, dass es eben mit einer High-Fat- oder mit einer High Carb und Low Fat Diät irgendwie schlechter geht oder irgendwie sowas, ja. Und, oder das heißt nicht, dass ein Hardgainer oder jemand, der dünn ist, eben mit einer anderen Ernährungsform auch schlechter Muskulatur aufbaut. Ja. Also das heißt es halt nicht und deswegen sind diese drei Körpertypen eigentlich irrelevant für die Theorie und auch für die Praxis eigentlich auch. Und ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein bisschen die Augen öffnen und ich hoffe, du hast auch was aus diesem Video gelernt. Wenn du gerade noch für die B-Lizenz am Lernen bist, dann check auf jeden Fall meine Playlist zum B-Lizenz-Prüfungsstoff ab. Da gibt es auch zahlreiche Videos, die du für die B-Lizenz unbedingt brauchen kannst. Und check auch mal meine Videos über die UTL-Akademie und über das IST-Studieninstitut ab, wo ich dir die B-Lizenz dieser beiden Akademien vorgestellt habe, die ich eben empfehle. Also, wir sehen uns nächsten Dienstag im nächsten Video. Bis dann, dein Tim Kinnerzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao!